Wir sind heute hier, um das Richtfest des Körperhauses zu feiern. In den letzten Monaten ist sehr viel hier auf der Baustelle passiert. Wir haben die Grundplatte gegossen, dann im Sommer hatten wir die Grundsteinlegung. Von da an konnte man täglich sehen, wie das Körperhaus gewachsen ist. Die Wände wurden gestellt, die Zwischendecken verfüllt und jetzt sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, wo das symbolische Dach beim Richtfest gelegt wurde. Der offene Charakter des Körperhauses wird durch die Architektur unterstützt. Aktuell stehen wir im Atrium und wenn wir nach oben schauen, dann sehen wir noch den Himmel, da wo demnächst ein Glasdach sein wird. Wenn wir nach oben schauen, sehen wir aber auch die zwei weiteren Geschosse des Körperhauses, in denen wir ganz viele Angebotsräume finden, Veranstaltungsräume und die Organisationen, die hier im Körperhaus sitzen. Ich komme gerade aus der Bücherhalle hier im Körperhaus, dem Ort der Stadtteilbibliothek Bergedorf. Auf über 700 Quadratmetern werden 35.000 Medienträger versammelt sein. Vom Atrium aus kommen wir auch in das neue Lichtwerktheater. Eines der Highlights hier im Körperhaus. Wir werden hier einen professionellen Spielbetrieb haben, aber natürlich auch wieder Platz, wie in der guten alten Tradition des Theaterhaus im Park, was auch immer auf die Bühne in Bergedorf gehört. Wir haben hier einen Ort, auf dem es kann. Ein zentraler Ort hier im Körperhaus wird natürlich der Empfangstresen sein. Der erste Ort, an dem alle Besucherinnen und Besucher kommen werden, der wird ungefähr hier stehen. Am Empfangstresen werden Sie alle Informationen bekommen, die Sie brauchen. Hier erfahren Sie, welche Angebote es gibt. Ein weiterer Ort, den Sie hier im Körperhaus finden werden, ist das Café Schmidtchen im Körperhaus. Das Café wird Platz bieten, zusammenzukommen, sich zu unterhalten oder einfach nur zu entspannen. Im Moment ist hier überall noch Baustelle, aber so könnte es aussehen. Es gibt noch einiges zu tun, aber wir freuen uns sehr darauf, im nächsten Jahr gemeinsam mit Ihnen das Körperhaus zu eröffnen und mit Leben zu füllen. Die nächsten Schritte hier im Körperhaus werden sein, dass das Körperhaus wetterdicht gemacht wird. Das ist ein großer Schritt, dass die Fassade montiert wird. Das wird stark von außen sichtbar sein. Wir werden Innenausbauten haben und endgültig werden die Mietflächen im Herbst übergeben und wir haben die Ausbauten, sodass wir dann starten können in den Betrieb.